Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video möchten wir noch gerne einmal einen Blick darauf werfen, wie sich bei mir die Schneckenpopulation in meinem Aquarium erhöht hat. Also bleibt doch dran, denn es wird sicher spannend, wenn wir uns das jetzt gemeinsam ansehen werden. Und dann werfen wir doch direkt mal einen Blick hier in mein Aquarium mit meinen Platys, die hier sich sehr wohlfühlen und umherschwimmen. Und auch die Makropoden sind hier durchaus noch vorhanden. Ich werde gleich mal versuchen, sie vielleicht für euch mit etwas Futter anzulocken. Denn die Platys sind jetzt auch nur hervorgekommen, weil sie hoffen, dass es etwas gibt. Was ich euch an der Stelle zeigen kann, ist unter anderem hier diese prächtige... Am Gehäuse würde ich sagen, vom Gehäuse her, Posthornschnecke, die durchaus schon fast fingerlang ist. Und hier unten haben wir davon noch mehr. Die sich hier überall sehr wohlfühlen, an meinen Seerosensträngen und an den Scheiben. Aber auch hier in diesem Unterholz ist genug für alle da. Ich schätze, wenn wir genau hinschauen, könnten wir sicherlich auch hier im Unterholz wieder mal einen oder anderen Wurm finden. Oder auch nicht, weil die Makropoden gerne Würmer fressen. Aber diese winzige Assel hier habt ihr vielleicht gesehen. Die hat es geschafft, noch den Makropoden zu entgehen. Und ich würde sagen, an der Stelle nutze ich mal für euch die Gelegenheit, um zu versuchen, meinen Makropoden hervorzulocken, meine beiden. Dafür nutze ich hier mein simples Fischfutter. Vorher verursache ich noch ein paar kleine Geräusche, damit die Makropoden auch wissen, dass es was gibt. Die Platys haben das ja inzwischen schon verstanden. Aber auch für die Makropoden wird es jetzt was geben. Und dann kann man wahlweise auch noch die Oberfläche etwas in Bewegung versetzen, um sich sicher zu sein, dass die Fische auch wirklich merken, dass sie etwas bekommen. Hierfür wähle ich ein Werkzeug meiner Wahl, um... Ja, ich kann auch den Finger nehmen. Und wir sehen zumindest, die Platys freuen sich sehr darüber. Und jetzt macht sie sich dann über das langsam herabsinkende Futter her, wie wir bestimmt schön sehen können. Also an alle gerichtet, die Bedenken im Blick auf das Wohlbefinden meiner Fische haben. Ihr könnt euch sicher sein, ich füttere sie nicht nur, wenn ihr dabei seid, sondern auch regelmäßig so. Aber sie ernähren sich eben auch von Algen und allem, was sie hier finden können. Und machen mir noch einen sehr fidelen Eindruck, während sie hier jetzt nach den herabsinkenden Flocken angeln. Ich schätze, der Makropode wird sich irgendwo in den dunkelsten Tiefen hier verstecken. Aber die Platys sind doch eine genauso schöne Beobachtung an der Stelle. Hier, sie saugen sie ein und manchmal spucken sie ein bisschen davon auch wieder aus, manchmal nicht, wenn die Flocke zu groß ist. Und so fühlen die sich hier sehr wohl. Die habe ich auch schon umgesiedelt von dem Aquarium dort hinten, vielleicht könnt ihr es sehen. Und auch aus diesem Aquarium hier, wo zurzeit die Muschelblumen sich immer noch befinden und etwas den Blick trüben auf die Vorgänge im Inneren. Aber der Guppi hier, der zum Beispiel fühlt sich wohl hier, wäre auch ein guter Platz, um viele von den Guppis aus meinem Guppi-Aquarium unterzubringen, die ansonsten wahrscheinlich es etwas eng hätten in meinem, ich schätze, 150 Liter Aquarium. Aber an der Stelle sehen wir eben sehr schön einmal die Platys. Und ich würde sagen, das können wir euch auch noch einen Augenblick länger genießen, wenn wir sie schon einmal sehen. Ich weiß, Fische seht ihr bei mir ja zurzeit nicht unbedingt täglich. Was eben auch daran liegt, dass ich in meinem anderen Tiki-Aquarium zurzeit noch keine Fische beherberge. Die Fische, die wir hier sehen, die sind ja durchaus bekannt. Und wenn ihr davon mehr sehen möchtet, könnt ihr auch die anderen Videos zu diesem Thema euch anschauen. Ansonsten, wie gesagt, ist das doch ein schöner Anblick hier, wie die Fische herumschwimmen und die Schnecken herumschnecken. Und irgendwann lege ich mir in meinem Tiki-Aquarium dann auch mal Fische zu, sofern mein Zeitmanagement das dann hergibt, dass ich sie auch versorgen kann. Hier sind sie auf jeden Fall sehr gut versorgt, wie wir sehen. Und auch ihre leicht gelbliche Farbe bekommen sie langsam wieder. Und ich bin mir nicht sicher, dass dort hinten ist, glaube ich, auch nur ein Platy. Um den Verbleib der Makropoden, ich würde mit euch um 100 Abonnenten wetten, dass die Makropoden sofort rauskommen, wenn ich mich vom Acker mache, aber... Wie gesagt, die Platys sind doch genauso schön und an der Stelle kann ich auch noch mal kurz die Seerose euch zeigen, die hier
im Bodengrund fixiert ist und nach oben wächst, wo die Blätter an der Oberfläche sich das Licht holen, was die Seerose braucht, um zu wachsen. Und gleichermaßen bietet das dann meinen Schnecken hier lustigen Kletterspaß. Und ich finde, das ist doch auch ein sehr schöner Anblick. Sie fressen auch Beläge von den Strängen herunter an der Stelle. Aber ich schätze, hier haben wir doch jetzt einen schönen kleinen Einblick in mein Platy-Aquarium gewonnen, wo die Makropoden sich rar machen. Aber hier sehen wir noch einen Jumbo-Schneck, diesmal eine Spitzschlammschnecke an der Stelle. Die erkennt man an dem spitzen Gehäuse im Vergleich zu den rundlichen Posthornschnecken. Über Schnecken, denke ich, ist inzwischen, wer meinen Kanal länger verfolgt, auch so gut wie keine Frage mehr offen. Aber falls doch, schreibt sie in die Kommentare und ich werde versuchen, der auf den Grund zu gehen. Dafür können wir hier an der Scheibe noch die kleinen Jungschnecken erkennen, die sich hier angeheftet haben und die dann ebenfalls so schön und groß werden, solange hier genug Material für sie zum Fressen ist. Und hier sehen wir sogar, wie eine davon sich eine winzige Seerose geangelt hat und mit auf den Grund zieht. Ich finde es immer einen sehr erheiternden Anblick zu sehen, wie die Schnecken auf und ab im Aquarium steigen, weil man denkt, die würden so langsam sich bewegen, dass man quasi nichts davon mitbekommt. Sage ich, man kann doch durchaus ab und zu das ein oder andere Interessante beobachten. Die Makropoden befinden sich ja äußerst gerne direkt unter der Oberfläche im Wurzelwerk. Also schauen wir hier doch einfach einmal, ob wir sie nicht erblicken können. Ihr habt sie auch in den anderen Videos schon des Öfteren gesehen und wir erwähnen sind die durchaus eher etwas scheu. Auch mir gegenüber, obwohl sie mich inzwischen eigentlich schon kennen müssten. Aber das soll uns hier an der Stelle den Spaß ja auch nicht verderben. Denn auf jeden Fall konnten wir die Platys und auch die Schnecken hier sehr schön erkennen, die sich hier wirklich prächtig ausgebreitet haben. Vermutlich ruhen und lauern die Makropoden, da sie auch gesättigt sind von all den kleinen Organismen, Krebsen und Würmern, die sich hier manchmal befinden. Wenn ich regelmäßig neue Seerosen aus meinem Garten hier hereingebe, damit immer genug für meine Fische vorhanden ist zu fressen. Und wie es der Zufall wollte, genau jetzt zeigt sich auch der eine meiner beiden Makropoden. Der andere befindet sich, falls ihr mir glauben möchtet, ganz da hinten im Dickicht. Aber auf jeden Fall ist das für mich doch wieder mal ein gutes Zeichen. Und ich hoffe auch, ihr freut euch, mal wieder diese tollen Fische hier beobachten zu können. Jetzt sehen wir sogar einmal die Interaktion von Makropoden mit den Platys. Wobei ich davon ausgehe, der Makropode ist durchaus etwas räuberischer und deswegen verscheucht er die Platys, um sein Essen zu erhalten. Aber solange die Platys groß genug sind, dass sie nicht mehr in seinen Mund passen, dann haben wir auch keine Gefahr für andere Fische. Deswegen, weil bei der Vergesellschaftung, habe ich auch schon erwähnt, muss man aufpassen, die Platys und andere lebendgebärende Fische mit Makropoden kann man zwar im Prinzip im gleichen Aquarium halten, aber dann frisst der Makropode gerne einmal den einen oder anderen Jungfisch, dass ihr das an der Stelle eben beachtet. Und ansonsten haben wir doch jetzt hier wirklich alles gesehen, was eingangs versprochen wurde und mehr. Und ich denke, man könnte stundenlang dem faszinierenden Makropoden hier dabei zuschauen, wie er herumschwimmt. Aber für euch, denke ich, sollte es an dieser Stelle auch schon langsam Zeit sein, mich zu verabschieden. Und auch beim Makropoden. Vielleicht habt ihr einen schönen Namensvorschlag für den Makropoden. Mit Fischnamen tue ich mir ja immer schwer, da die meisten Fische hier durchaus auch die Platys so ähnlich aussehen, dass es mir schwerfallen würde, den Tyler vom Jeremy zu unterscheiden. Aber zumindest der Makropode hier könnte einen Namen erhalten. Irgendwann mal. Aber das ist dann ein anderes Thema. Und hier konnten wir jetzt alles schön beobachten. Und dort hinten im Unterholz auch den anderen Makropoden. Das hier genau hier hinten gut versteckt. So habt ihr sie auch beide gesehen. Beide sind noch wohlauf. Und da Makropoden teilweise auch Sumpffische sind, mögen sie es eben auch, wenn es nicht ganz so klar ist und sie immer auf dem Präsentierteller sind. Und etwas Sucherei bietet ja auch immer Freude und ist auch ein Hobby, hält einen von der Straße fern, schlägt Zeit tot, kostet nichts, kann ich nur empfehlen. Und damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich doch selber einen Daumen nach oben freuen. Und wie gesagt, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr einen Namensvorschlag für meine Makropoden habt. Würde mich und bestimmt auch die anderen Aquariumfreunde sehr interessieren. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, euch die Ohren zuzuhalten, damit ihr kein weiteres Video verpasst.
Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.